Ja, jetzt sind wir mal 2 Wochen nicht hier gewesen zur Plenarwoche. Da passiert zumindest in der CDU eine ganze Menge. Angela Merkel hat sich entschieden, nicht wieder als Parteivorsitzende anzutreten. Auch in der Fraktion wird er mit großem Respekt über diese Entscheidung getroffen. Ein großer Dank für die Jahre, die sie als Parteivorsitzende auch die diversen Koalitionen zusammengehalten hat. Es waren gute Jahre für uns, das waren gute Jahre für Deutschland. Und es werden weitere gute Folgen, weil wir auch weiterhin sehr gut, sehr eng und sehr vertrauensvoll als Fraktion mit ihr als Bundeskanzlerin zusammenarbeiten werden. Wir haben jetzt in der CDU einen interessanten Prozess, wo es um einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Parteivorsitzende gehen wird. Wir werden Regionalkonferenzen haben. Sie alle werden viel darüber schreiben und berichten. Die Kandidatinnen und die Kandidaten werden ihre Konzepte vorstellen. Das ist gut für die innerparteiliche Demokratie. Aber wir als Fraktion, wir werden natürlich weiterarbeiten. Wir wollen handeln. Es soll ein Herbst des Handelns geben. Und das sehen Sie auch in dieser Plenarwoche. Wir haben 9 Gesetze, die wir verabschieden werden. Das sind wichtige Pakete dabei, zum Beispiel zum Thema Rente, zum Thema Familienentlastung, kleinere Sachen wie Verfahrensbeschleunigung. Wir machen was im Steuerrecht, wir machen was im Asylrecht. Aber wir machen vor allen Dingen auch eins. Wir werden das, was wir im Koalitionsvertrag versprochen haben, diese Woche umsetzen im Bereich Pflege. Und da ist unser Experte Georg Nüßlein. Und Georg, vielleicht kannst du einiges zum Pflegepaket sagen. Ja, gern. Die Große Koalition hat sich bereits in der letzten Legislatur als ausgesprochen handlungsfähig im Bereich der Pflege erwiesen. Damals ging es insbesondere um die zu Pflegenden. In dieser Legislatur geht es darum, wie gehen wir mit denen um, die die Arbeit tun müssen, die pflegen, sowohl die Profis als auch die vielen Familienangehörigen, die täglich diese Arbeit und diese schwere Arbeit tun. Wir haben dazu den Koalitionsvertrag umgesetzt. Herzstück ist aus meiner Sicht dabei insbesondere, dass wir in den Krankenhäusern die Finanzierung der Pflegekräfte aus den DRGs, damit aus dem Wettbewerbsdruck herausnehmen, dass wir nicht mehr über Fallpauschalen, sondern komplett budgethaft nach Selbstkosten finanzieren und damit natürlich dieses Thema Pflege nicht mehr als Steinbruch nutzen kann, um da zu sparen. Das ist ganz entscheidend. Wir werden die Tarifsteigerung komplett refinanzieren. Wir werden im Bereich der stationären Pflege 13.000 neue Stellen schaffen. Das ist vielfach thematisiert worden in den Medien. Entscheidend ist aber nicht der Punkt, die Anzahl, sondern entscheidend ist, dass das über die Krankenkassen finanziert wird. Also nicht zulasten des zu Pflegenden am Schluss, denn die Pflege im Alter zum Beispiel ist ja keine Vollkasko-Thematik. Das heißt, es bleibt immer ein Eigenanteil, der zu finanzieren ist. Und wir haben, meine Damen und Herren, dafür gesorgt, dass jedenfalls anteilig der Pflegezuschlag erhalten bleibt, nämlich im Umfang von 200 Millionen Euro. Wir wissen nämlich, dass die Krankenhäuser vielfach dieses Geld nicht allein für die Pflege eingesetzt haben. Wir wollen nicht dafür Sorge tragen, dass die neue Finanzierungsschwierigkeiten durch unsere Umstrukturierung kommen. Und wir werden 50 Millionen dafür einsetzen, auch die Situation der Krankenhäuser in ländlichen Räumen zu verbessern, genauso wie wir im ambulanten Bereich dafür gesorgt haben, dass wir Wegezuschläge so zahlen, dass die Erreichbarkeit im ländlichen Bereich auch eine einfachere ist. Das sind eine Menge an Maßnahmen, die unterm Strich die Situation insbesondere der Pflegekräfte verbessern. Aber, meine Damen und Herren, Pflege ist nicht immer nur eine Frage des Geldes. Es ist eine Form der gelebten Nächstenliebe, Mensch zu Mensch quasi. Und deshalb wird es darauf ankommen, dass wir etwas dafür tun, dass das Ansehen derjenigen gehoben wird, die pflegen, und dass wir insgesamt etwas dafür tun, dass dieser Stellenwert dieses Bereichs in der Gesellschaft entsprechend anerkannt wird.